Beginnen wir mal mit den Hauptpflichten des Arbeitsvertrages. Beginnen wir mal oben rechts. Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist, er muss arbeiten. Genau. Notieren wir, er muss arbeiten. Das ist die Hauptpflicht des Arbeitnehmers. Und was ist die Hauptpflicht des Arbeitgebers? Er muss zahlen. Genau. Das ist der Deal. Die meisten Menschen stellen oder bauen ihr Lebenskonzept darauf auf, dass sie einem Arbeitgeber ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. Das ist meistens das Einzige, was sie haben. Und dass sie dafür Geld bekommen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist der Deal, den die meisten Menschen eingehen. Und das ist auch die Grundlage des Arbeitsvertrags, die Hauptpflicht für beide Seiten. Jetzt gibt es Nebenpflichten, und zwar auch für beide Seiten. Ja, die Struktur zeigt es ja schon in ihren Unterlagen. Die Nebenpflicht des Arbeitnehmers ist die Treuepflicht. Treuepflicht besteht aus diversen Unterpunkten, die wir uns gleich anschauen. Und die Nebenpflicht des Arbeitgebers ist die Fürsorgepflicht. Das ist sozusagen die Überschrift für die Nebenpflichten. Was ist die Treuepflicht des Arbeitnehmers? Die besteht aus Unterpflichten sozusagen. Da ist zum Beispiel die Verschwiegenheit ein Unterpunkt der Treuepflicht. Da ist zum Beispiel die Schadensabwendung ein Unterpunkt der Treuepflicht. Und da ist das Wettbewerbsverbot ein Unterpunkt der Treuepflicht. Was bedeutet das? Verschwiegenheit ist klar, brauche ich nicht zu erklären. Also du darfst keine Betriebsgeheimnisse ins Internet schreiben. Das ist Verschwiegenheit. Schadensabwendung bedeutet, dass wenn du einen Schaden auf deinen Arbeitgeber zukommen siehst, du im Rahmen deiner Möglichkeit den Schaden abwenden musst. Du musst das tun, was du in der Situation tun kannst. Und Wettbewerbsverbot bedeutet, du darfst nicht zum Beispiel nach Dienstschluss deinem Arbeitgeber noch Konkurrenz machen. Ja, das ist das Wettbewerbsverbot. Du darfst nicht zu deinem Arbeitgeber in Konkurrenz treten. Das werden wir uns noch genauer anschauen. Das gilt für die Dauer des Arbeitsvertrages und in Ausnahmefällen sogar nachvertraglich. Das ist aber eher eine Ausnahme. Wir kommen da später drauf. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.